Einer der größten Blockbuster des Jahres 2013 erscheint nicht mehr 2013. Ubisoft hat das Hacker-Action-Game Watch Dogs auf das Frühjahr 2014 verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel bereits im November erscheinen. Warum sich der französische Publisher entschieden hat, den Titel auf das nächste Jahr zu verschieben, ist nicht ganz klar. Denkbar wären einige Qualitätsprobleme, ein massiver Fehler im Spiel oder auch einfach die Sorge, Watch Dogs könnte im stark umkämpften Weihnachtsgeschäft gegen die Konkurrenz untergehen. In Watch Dogs schlüpft ihr in die Rolle des Hackers Aiden Pierce, der in Chicago gegen eine Organisation kämpft, die das sogenannte Überwachungsprogramm CTOS betreibt. CTOS überwacht alle Bürger der Stadt, kennt alle E-Mails und auch alle privaten Details. Wie in einem GTA 5 könnt ihr auch in Watch Dogs die riesige Spielwelt frei befahren. Mit eurem Handy könnt ihr außerdem sämtliche Elektronik hacken. Auf der diesjährigen Gamescom galt Watch Dogs bei der Fachpresse und bei den Besuchern als eins der großen Highlights. Ein konkretes neues Veröffentlichungsdatum gibt es bisher noch nicht.